Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe sehr, sehr gute Nachrichten für euch oder vielmehr für uns alle. WAG 3 ist ordentlich am Gas geben und drückt uns hier sogar eine kleine, aber feine Bannwelle rein. Und in den Cheater-Foren ist die Hölle los. Das und mehr schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Let's go! Lieber vorbereitet ins Messer rennen und es abwehren können, als ins Messer rennen, ohne es zu sehen. Ich hatte euch ja bereits vor 3-4 Tagen erzählt, dass einer meiner Cheater-Kontakte mir erzählt hat, dass es gerade ordentlich rund geht. Ich wollte dazu aber erstmal nichts weiteres sagen und auch nichts zeigen, weil es nur ein Kontakt war. Mittlerweile sind es 4 und alle 4 schreiben mir, dass es ordentlich kracht. Was da genau kracht, zeige ich euch in ein paar Sekunden. Ich wollte nur ganz kurz nochmal auf Convas eingehen. Wenn ihr euch erinnert, in meinem Video vom, ich glaube, 8. oder 9., da hatte ich die Sache offen und habe gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass diese Kurve nach unten noch nach oben geht, beziehungsweise zumindest gerade weitergeht, weil Convas immer so ein bisschen braucht. Das war hier der 7., 8. und 9. Und ich würde sagen, da lag ich goldrichtig. 7., 8., 9., dann ist es am 10. immer noch recht weit oben, ein kleines Stück runter und dann bumm, hoch, in Richtung 500 gehend. Und wahrscheinlich, heute ist der 13., kommt da noch ordentlich was oben drauf. Denn wie wir hier bereits festgestellt haben, ist Convas mitunter 2 Tage langsamer und braucht ein bisschen, bis es alles angesammelt hat, die Daten. Also wir können hier alleine heute mit 500, 600, 700 oder mehr Bands rechnen und auch dieses kleine Tal hier vorne könnte sich noch nach oben verbessern. Das ist sicherlich für die meisten sehr schön zu sehen. Und jetzt gehen wir in die Chats mit meinen Cheater-Kontakten. Hier ist natürlich alles geblurrt, weil die Leute logischerweise, ja, undercover bleiben wollen. Hier habe ich den ersten Screenshot von einem meiner Cheater-Kontakte. Der ist von Anfang des Monats. Hier ist sein Kollege von einem Cheat auf den anderen umgestiegen. Und genau in der darauffolgenden Runde mit Nutzung der Cheats wurde das Match gecancelt. Dann habe ich hier vom 10.09. folgende Nachricht. GameSense gibt aktuell bereits bei aktiviertem Trigger Bannschellen. Die meisten internal Cheats wie Never Lose, GameSense, die ganzen Sachen hier, geben aktuell vermehrt WAG-Life-Cooldowns aus. Meistens bereits, wenn das FOV zu hoch eingestellt ist. Manche cheaten hier mit Workarounds, aber naja, Valve ist aktiv. Das hier sind dann Tests, die von einem Cheater ausgeführt wurden, vom 7. September. Dann habe ich hier die vorhin bereits gezeigten Screenshots aus einem Forum. WAG nach 2 Minuten, WAG CS2, getting banned, first time being WAG-lifed. Nicht mal eine Stunde Benutzung, direkt WAG gebannt. NL issue, also never lose. NL detected? Detect pasta? WAG-Bann mit Safe-Mode an? WAG-Bann nach 7 Stunden? Und im Casual gewackband. Und natürlich geht das Ganze noch weiter. Hier auch nochmal ein kleiner Auszug. Ich habe mit Never Lose Legit Config im Safe Mode gespielt und wurde gebannt. Never Lose Detected? Ich wurde auch gebannt. Never Lose wurde detected. Ja, der Scheiß wurde detected. Es ist für uns natürlich kaum zu glauben, dass die Volvos endlich mal was gemacht haben und WAG endlich mal was macht, obwohl wir wissen, dass es natürlich schon immer mal ein bisschen was gemacht hat, aber halt viel zu wenig. Es war ein Tropfen auf dem heißen Stein über die letzten 10, 15 Jahre. Doch das hier ist jetzt auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, dass es doch besser werden könnte. Das bis jetzt gezeigte kam von 3 verschiedenen Kontakten. Jetzt kommt der 4. Und zwar schreibt er hier zu deinem letzten Video, es passiert wie gesagt sehr viel gerade bezüglich WAG und der Großteil aller Bans sind Bans, die nicht auf den Steam-Profilen angezeigt werden. Dies kann ich dir demonstrieren, falls du willst. Und natürlich habe ich um Demonstration gebeten. Er hat mir hierzu folgendes Video gemacht. Und zwar zeigt er mir hier seinen Account, mit dem er mir zeigt, dass er nicht spielen kann. Er kann nicht in die Spiele rein. Er hat eine allgemeine Strafzeit. Auf seinem Account selbst ist aber nichts zu sehen. Hier sollte ja eigentlich stehen, dass er einen Bann hat, aber es steht nicht dort. Hier hat er mir auch nochmal die Versuche gezeigt, er möchte hier ins Deathmatch reingehen, er möchte in Wingman reingehen und so weiter und so fort, aber es funktioniert nicht. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Kontakt, der mir unter anderem Accounts geschickt hat, die richtig fett waren. Also auch fette, scheinbar Main-Accounts werden jetzt mittlerweile weggebannt. Unser Chat fing heute wie folgt an, baldige Bannwelle, beziehungsweise die erste ist im Gange. WAG 3 ist ziemlich OP, alle Cheater dachten, es wird nicht funktionieren, es ist nun fast nicht mehr möglich, 5 Games durchgehend zu ragen, ohne WAG-Cooldown zu bekommen. Viele Rage-Features wurden detected. Die ganzen Close Legit Cheater werden dann einfach später ausgelesen mittels Overwatch. Dann hätten wir ein fast cheatfreies Spiel. Uwu. Er hat hier noch ein paar Infos, die er aber erstmal noch nicht leaken möchte und hat mir dann aber auch noch 2 Accounts gezeigt, die genudelt wurden. Einmal habe ich dieses Bild hier bekommen. Das hat er für mich sogar extra unkenntlich gemacht, da muss ich nichts mehr machen. Sehr sweet, ganz frisch der Bann. Hier nochmal die Info, es wurden auch High-Tier-Accounts gebannt. Kann die gleich mal suchen. Und dann hat er mir hier einen ready gemacht. Da ist Steam Level 535, nicht schlecht, hier natürlich alles geblurrt, das ist bekannt. Und auf diesem Account können wir leider nicht allzu viel sehen, weil er privat ist, aber hier ist der Bann auch ganz frisch seit 6 Tagen am Start. Das Ganze sind natürlich für uns wunderbare Neuigkeiten, es heißt aber logischerweise nicht, dass man jetzt in ein Spiel reingeht und alles ist zu 100% clean. Viele Cheater probieren im Moment aus und gehen mitunter Hardcore-Rage rein, testen dies, testen das, um zu gucken, womit man gebannt wird, stellen aber peu à peu fest, dass man mit einigem gebannt wird. Natürlich behalte ich für euch das Ganze weiterhin im Auge und wenn der Kollege die weiteren Leaks ready gemacht hat oder zeigen kann, darf, wie auch immer, dann kann ich da auch gerne noch ein Video zu machen. Ich bedanke mich hier natürlich recht herzlich bei meinen Informanten, sage hier aber dennoch dazu, ich bin nicht in den Foren angemeldet, ich benutze selbst keine Cheats.
Ich kann das nicht auf 100% Richtigkeit prüfen. Ich will ja meinen Kontakten natürlich auch nichts unterstellen. Ich sage das nur immer hinzu, auch wenn ich irgendwas von Twitter oder sonst was nehme. Nur weil jemand was schreibt, muss es ja nicht stimmen oder nicht in der Form stimmen. Also nehmt diese Informationen wie immer with a grain of salt, zieht aber logischerweise trotzdem das Positivste für euch daraus, ganz klar. Ich mache euch das Video jetzt noch geschwind fertig. Das soll heute am Freitag noch kommen, vorm Livestream, vor 20 Uhr. Heute gibt es übrigens unter anderem diese AWP Cordyceps für euch im Livestream-Giveaway. Und ich suche euch auch jetzt noch geschwind was raus fürs Video, komm. Und zwar kommt zur Feier des Tages, hauen wir die leckere M4A4 Griffin raus. Und an diesem Giveaway nimmt man automatisch teil, wenn man seine Meinung zu dem heute angesprochenen Thema sagt. Wack greift durch. Statement von euch. Dann mache ich hier wie gesagt alles fertig und gehe dann in den Stream. Heute Abend 20 Uhr geht's wieder los. Und vergesst nicht, dass wir diesen Monat zum Geburtstag von CS2 noch eine Fennec Fox raushauen wollen auf Twitch. Kommt so früh wie möglich rum und sammelt die Bubble Dollar, die Streamwährung, einfach kostenlos durchs Zuschauen, damit ihr da auch mitmachen könnt. Ja, bis gleich im Stream. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare und für die Likes. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf